Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es mir darum, dass mein Pferd eine Linie hält. Und wie ihr das macht, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß. So, ich habe wieder unseren Kleinen dabei. Der junge Mann, der hilft mir nochmal. Und zwar, wenn wir unsere Pferde um uns herum schicken, dann hätte ich gern, dass mein Pferd eine Linie hält. Das heißt, ich sehe eine Linie auf dem Boden und diese Linie hätte ich gern, dass mein Pferd verfolgt. Und zwar nicht nur irgendwie ungefähr, sondern eigentlich mit vier Beinen. Wir nennen das die vier Viertel bleiben auf der Linie. Ganz wichtig ist mir dabei die Vorhand. Und zwar, warum die Vorhand? Ganz einfach. So, wenn mein Pferd jetzt um mich herumläuft, dann sehe ich eine Linie auf dem Boden und ich hätte gern, dass mein Pferd auf dieser Linie mit vier Beinen läuft. In dem Moment, wo sein Kopf nach außen abwandert, fange ich leicht an, ein bisschen zu zupfen und treibe mit meiner Hand so ein bisschen Richtung Schulter, so dass die Schulter wohl draußen bleibt, aber der Kopf bei mir bleibt. So kriege ich Stück für Stück für Stück auch ein kleines bisschen Biegung in die Halsung meines Pferdes, zack. Und durch diese Biegung fängt mein Pferd an, dass er den Hals ein bisschen fallen lässt. Dann schubsen wieder raus, leichtes Zupfen, immer wenn er rausschauen möchte, hol er mal kurz und sagt, Dickerli, schön bei mir bleiben. Schubsen wieder raus mit meiner Schulter, genau mein Bub. Traben wir an mit dem Zwergerl, gleiches Spiel im Trab. Wir sehen, meine linke Hand hat zwei Finger und ich mache so gut wie nichts mit meinem Pferd und hole man einfach nur durch leichtes Zupfen immer wieder in eine leichte Innenstellung. Gleiche nochmal, zupfen dann wieder, zack. Meine Beine bewegen sich ruhig, zack. Mein Pferdchen bewegt sich ruhig, geh noch zu. Die Energie liegt immer in meine Beine. Je schneller meine Beine werden, desto schneller wird mein Pferd. Je ruhiger meine Beine werden, desto mehr kriegt mein Pferd Ruhe. Er möchte immer noch viel nach draußen schauen. Wir sehen, ich muss immer noch sehr viel machen mit dem Halfter, indem ich immer wieder zupfe. Normalerweise im Training habe ich nicht zwei Finger, sondern halt einfach ganz normal meinen Führstrick in der Hand. Ich möchte aber, dass ihr seht, dass wir hier keine Kraft brauchen. Und in dem Moment, wo er die Tiefe sucht, bin ich wieder weg. Zack, hol man wieder, schubst dann wieder und hab dann schön mit meinen Vorderbeinen und den Hinterbeinen auf einer Linie. Dann gebe ich ihm ein kleines bisschen mehr Platz, dem Zwerg, dass der Kreis gerne ein bisschen größer werden darf. Und wieder sehen wir, er schaut kurz nach draußen und sagt, ah, da muss ich nicht mehr zuhören. Ich sage, doch, musst du, geh nicht zu. Hol man wieder, schubsen dann wieder. Braver Kerli, genau so. Drückt immer mit der Schulter wieder ein bisschen nach drin. Hol man, sagt, komm, Äppeli, schön da bleiben. Jawohl. Wichtig ist mir, dass die Kommunikation mit unseren Pferden möglichst fein und weich stattfindet. Das heißt, ich möchte nicht viel in der Hand haben. Ich möchte auch nicht, dass die Pferde an meiner Hand ziehen. Pferde haben an uns nicht zu ziehen, sondern ich hätte gern weiche Pferde, die da vorne locker zu handeln sind. Die dürfen gerne ein bisschen wach sein, das ist kein Problem, aber ich hätte schon gern Kontrolle über meine Pferde. Und da möchten wir gern hin, dass mein Pferdchen in Ruhe, weich, die Tiefe sucht. Super. Gleiche nochmal, zupfen dann kurz. Super, mein Bärli, braver Kerli. Greif um, schubs ihm die Hinterhand raus, zack. Und habe Kontrolle über mein Pferd. So ungefähr stelle ich mir vor, wenn mein Pferdchen um mich herumläuft. Zu der Frage, oh Mensch, aber Bernd, das ist ja eine kleine Wolte, das ist ja wahnsinnig anstrengend für mein Pferd und die Gelenke und wo. Ganz wichtig, Freunde, ich hätte gern Pferd, die sich locker auf dieser Wolte bewegen. Ein Pferd ist gelöst und locker, vorwärts, abwärts sucht, kann ich auch auf einem kleinen Kreis bewegen. Schwierig wird es da, wo mein Pferd in Anspannung einfach irgendwie abhaut, dann kriegen wir wahrscheinlich früher oder später Schwierigkeiten mit den Gelenken. Damit weg. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was zum drüber nachdenken und zum Üben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns.